Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer Odo. Ich bin noch einmal kurz zurück bei Disco Elysium. Wir gehen nicht mehr ins Spiel hinein. Ich möchte, nachdem wir nach der letzten Installment quasi abgeschlossen haben und fertig waren, also wir sind zurück zur Polizei gegangen, haben ein paar Dinge noch über uns erfahren, dass wir Turnlehrer sind. Das war ein bisschen antiklimaktisch, muss ich ehrlich zugeben. Auch unsere Beziehung zu der anderen Frau, zu der von uns sehr stark glorifizierten Person, war sehr antiklimaktisch. Sehr gut irgendwie gepasst hat im Endeffekt zu der gesamten Geschichte. Na gut, ich möchte ein kurzes über Disco Elysium geben. Also Dinge, die mir gefallen haben oder nicht gefallen haben und die ein wenig seltsam waren. Zunächst einmal, ich war eigentlich relativ begeistert von dem Spiel, von der Handlung, von der Umsetzung, von der grafischen Umsetzung. Es war extrem nett, dieses leichte Film-Noir. Gehabe mit den sehr verwischten und durchaus interessanten Grafikstil hat mir sehr gut gefallen. Auch hat das sehr gut zum gesamten Setting gepasst. Dieses vollkommen heruntergekommene, dieses 50 Jahre nach der Revolution ist noch immer alles zerstört. Man merkt vielleicht ein wenig an diesem Punkt, dass es ein estnisches Studio war. Vielleicht eine leichte Aufarbeitung der alten Sowjetzeit. In der Sowjetunion soll es ja gegen Ende ganz, ganz fürchterlich gewesen sein. Es hat keine Möglichkeit gegeben für die Leute, irgendetwas an ihrem Schicksal zu ändern. Und ein wenig fühlt man sich, wenn man Disco Elysium spielt, auch so, als könnte man wenig an seinem Schicksal ändern. Gefangen zwischen den einzelnen Machtblöcken, die einen hier hin und her reißen. Das war ganz interessant. Ich muss zugeben, diese Art von Geschichte habe ich überhaupt noch nicht gespielt, auch wenn das Adventure Edna bricht aus, auch sehr, sehr deprimierend war am Schluss, obwohl es insgesamt sehr witzig war. Auch da hatte ich einige Gemeinsamkeiten. Viele Situationen waren einfach abgrundtief komisch und man konnte die absurdesten Antworten geben und es war nie wirklich falsch, was man sagen konnte. Und dazwischen ist man dann drauf gekommen, dass alles eigentlich ist. Was eine. Was mich. Was dann teilweise schon ziemlich tiefe Schläge gegeben hat. Mir wäre es halt wichtig, also mir vielleicht, wenn ihr mir zugeschaut habt, ich habe halt den Harry ziemlich edel und gut angelegt. Man könnte ihn wahrscheinlich auch sehr korrupt und bösartig da spielen. Also man könnte das sehr, sehr unterschiedlich enden. Ich glaube, man könnte vollkommen auf diesen Fall verzichten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man alles machen könnte, was ich nicht getan habe. Vielleicht werde ich mich irgendwann mal in einer Musikstunde hinsetzen und einen etwas brutaleren Harry machen. Auch von den Attributen her brutaler. Denn wir haben ja wir waren ja sehr kopflastig in diesem Spiel. Wir haben einen relativ hohen Intelligenz- und Psychology-Wert gehabt, keine Ahnung, was das war. Während die beiden körperlichen Attribute, nämlich die Konstitution, glaube ich, und Geschicklichkeit, die waren doch eher unterentwickelt. Also viel haben wir nicht ausgehalten, sagen wir es mal so. Frage mich, wahrscheinlich wäre es so, dass man viele von diesen verborgenen
von diesen verborgenen Tasks, diese verborgenen Proben, die man gemacht hat die ganze Zeit, wären vielleicht anders gewesen, wenn ich eher in Geschicklichkeit und Konstitution investiert hätte. Da wären mir möglicherweise ganz andere Dinge aufgefallen und ich hätte auch ganz anders reagieren können. Vielleicht hätte ich mir dann auch den Weg freikämpfen können. Vielleicht hätte ich dann auch diesen riesigen Typen am Eingang des Hafen niederhauen können. Dafür wären mir vielleicht andere Dinge eben so wert geblieben. Ist etwas, was man sich eben anschauen muss. Überhaupt denke ich, dass ich dann am Schluss das einfach zu schnell abgeschlossen habe. Man hätte wahrscheinlich oder vielleicht noch ganz andere Dinge machen können. Nochmal in den Hafen. Es hat im Hafen, weil ich das hier sehe, ihr seht so diesen Helikopter mit dem, nicht, wie heißen die Dinger? Container. Es gab da diesen Container, den wir nicht aufgekriegt haben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir den irgendwie hätten aufkriegen können. Und genauso denke ich, dass wir viele andere Dinge hätten lösen können. Ich weiß nicht, ob immer alles machbar ist, wahrscheinlich eher nicht. So gesehen kann man sich keinen großen Vorwurf machen. Aber ich denke, dass es sehr unterschiedliche Ausgänge gab. Was sehr enttäuschend war, war die Geschichte von Harry und seiner ehemaligen Freundin, wo er draufgekommen ist, er war nicht einmal verheiratet mit ihr. Sie dürfte da relativ rasch darüber hinweggekommen sein. Zumindest hat das diese Traumsequenz angedeutet und auch das Gespräch, das wir am Schluss mit unserem Partner hatten. Brent Herrin offensichtlich vollkommen da niedergelegen ist. Seit Jahren. Ja, das war sehr grausam. Es war wirklich, wirklich grausam. War fürchterlich antiklimaktisch, aber wie schon gesagt, es hat sehr gut thematisch dazu gepasst, dass es eben nicht sowas war. Das, was mich am meisten allerdings enttäuscht hat, war die Auflösung des Mordfalls. Und zwar, dass man den Mordfall gar nicht vor dem Ende lösen konnte, weil ganz offensichtlich war es nicht möglich, diesen Schützen vorher irgendwie zu finden, weil es quasi das absolut Letzte war, was man tun konnte. Und davor hat man nicht einmal erahnen können, wer der Bösewicht sein konnte. Das heißt, alle Menschen, mit denen man gesprochen hat, waren einfach, also es war nicht möglich, dass irgendeiner von den Menschen, mit denen man vorher gesprochen hat, der Täter hätte sein können. Das war ein wenig ärgerlich, weil wenn man einen Kriminalfall löst, dann möchte man nicht quasi den Mörder wie eine Deus ex machina am Schluss eingeflogen bekommen, sondern man möchte schon irgendwie Hinweise sammeln und sich dann denken, ja, da könnte es gewesen sein oder der könnte es gewesen sein, und zwar aus diesem und jenem Grund. Es kann durchaus sein, dass das dann ganz am Schluss erst aufgeklärt wird, aber der Mörder ist dann quasi, wie aus dem Nichts ist der entstanden. Ich weiß nicht, ob man vorher schon irgendwie einen Hinweis auf den hätte kriegen können. Immerhin hat ja Everard ihn gekannt. Das müsste man sich anschauen. Weiß ich nicht. Trotzdem, insgesamt hat mir die Geschichte extrem gut gefallen und auch das Konzept an sich hat mir sehr gut gefallen, dass wir quasi ausschließlich über Gespräche die Dinge gelöst haben. Es waren keine richtigen Puzzles, sondern es waren Gespräche mit Menschen und Gespräche mit den eigenen Gedanken, die dann im Endeffekt zum Ziel geführt hat. Es waren keine Kämpfe. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel überhaupt dafür ausgelegt ist, einen Kampf zu haben oder einen Kampf zu machen. Auf jeden Fall.
War das ganz nett. Also das hat eher an ein Adventure, an ein typisches altes Adventure erinnert. So wie das Ende war. Was natürlich an ein Rollenspiel erinnert hat, war das System, dass man Dinge gesteigert hat. Obwohl das gar nicht so wichtig war, wie ihr gesehen habt. Ich habe am Schluss noch Skill Points offen gehabt. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, dass ich da viel mehr diese Skill Points hätte aufbrauchen können schon. Aber ich hatte einfach Angst. Ich wollte einfach nicht irgendwelche Skills steigern und dann bei irgendeinem, wenn ich dann quasi zu irgendeinem Punkt komme, wo ich einen Skill-Check nicht schaffe, dass ich dann möglicherweise keine Skill-Points mehr in diesen Punkt reinsetzen kann, weil viele Skills verraten ja ein Maximum. Und es ist dann schneller zu Ende gegangen, als ich zuerst gedacht habe. Zuerst hat es länger gedauert, als ich gedacht habe, und dann ist es schneller vorbeigegangen, als ich gedacht habe. Also so gesehen hat das Spiel vielleicht eh alles gut gemacht oder alles richtig gemacht. Ja, das war im Großen und Ganzen mein Fazit. Werde ich es nochmal spielen? Vielleicht, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Edna bricht aus habe ich auch mehr als einmal gespielt. Edna bricht aus war viel, viel linearer. Das heißt, man konnte nicht abweichen davon und es war halt puzzlebasiert. Während hier es extrem viel mit den Texten war. Ah ja, vielleicht das zu den Texten. War ganz interessant mit anzusehen, wie verhältnismäßig schlecht mein Englisch ist. Weniger in der Aussprache, als mehr im Verständnis. Die Leute haben hier doch sehr, sehr viel sehr komplexes und sehr kompliziertes Englisch verwendet, was manchmal dazu geführt hat, dass ich keine Ahnung hatte, was die Leute gesagt haben oder was ich sagen wollte, was nicht wirklich besser war. Ein oder zweimal ist mir das passiert, dass ich eine Option gewählt habe, wo ich dann drauf gekommen bin, dass das war die Nazi-Version oder die Nazi- Antwort, die ich eigentlich gar nicht geben wollte. Naja, kann man nichts machen. Im Endeffekt. Weiß nicht, ob man das so spielen kann, dass man quasi immer nur in eine Richtung gehen kann. Wir waren ja mehr so der kommunistische, links-linke Gutmenschen-Typ. Ja, also wie schon gesagt, man könnte das sicherlich auch anders machen. Was ich auch sehr nett fand und was ich sehr, sehr gut fand, war das Voice Acting. Also es war wirklich großartig, dass alles gesprochen wurde, also dass man nicht selbst lesen musste in Wirklichkeit, außer die Texte, die man selbst gesagt hat. Und die Stimmen waren einfach wundervoll. Also ich weiß nicht genau, wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen daran beteiligt waren, aber es waren sicherlich einige. Und das war sicher nicht zu günstig, alles in allem. Also Hut ab. Ich weiß nicht, ob diese Leute noch irgendwelche Spiele herausgebracht haben, aber ich werde mir auf jeden Fall Dinge anschauen, die sie gemacht haben. Jo. Ich hoffe, meine Lieben, es hat euch gefallen. Wenn ihr denkt, ich soll wieder ein Adventure oder so irgendwas spielen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, falls mir irgendjemand was in die Kommentare schreibt. Ansonsten wünsche ich euch so wie immer einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.